Jetzt, wo überall schon weihnachtlich geschmückt wird und es mehr und mehr irgendwie so, ja, die Vorwehen es gibt für die weihnachtliche Zeit, ist mir so in den Sinn gekommen, denkt man ja auch irgendwie mehr an die Kindheit und irgendwie so an zu Hause zurück. Und da ist mir eingefallen, dass wir so einen besonderen Begriff hatten für die Zeit zwischen Weihnachten und Dreikönig. Und zwar haben wir diese Zeit die Zeit zwischen den Jahren genannt. Und wenn du dir das Datum anschaust, dann fällt dir vielleicht auf, dass das genau die Zeit der Rauhnächte ist. Die Rauhnächte sind also eine Zeit zwischen den Jahren. Warum eigentlich? Und ich bin dem mal nachgegangen und habe dann rausgefunden, das ist also gar nicht einfach bloß so ein Name, sondern es hat tatsächlich eine konkrete Bewandtnis, weil man früher eben mit dem Mondjahr gerechnet hat und das ergibt aber nur 354 Tage. Und zum Sonnenjahr fehlen dann natürlich welche, genau genommen 11 und 12 Nächte. Und um das zu synchronisieren, werden eben diese 12 Nächte eingeschoben und insofern ist das wirklich eine Zeit zwischen der Zeit, also oder außerhalb der Zeit und deswegen haben sich die Menschen natürlich vorgestellt, dass das irgendwie ganz eine besondere Zeit ist, eine magische Zeit, eine Zeit, wo Dinge möglich sind, die sonst unmöglich erscheinen, also Tiere sprechen und es ist eine Zeit für Orakel, man kann zum Beispiel für jeden Monat jeweils orakeln anhand der Träume, die erste Nacht für den Januar, die zweite Nacht für den Februar und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele Mythen und Gebräuche, die sich überliefert haben, aber es gibt auch eine Art einen neuen Trend, einen positiven Trend, wie ich finde, nämlich nach all dem, was so im Jahr halt bis dahin gelaufen ist und bevor das Neue anfängt, mal diese Zeit sich zu nehmen zum Innehalten. Übrigens, einer der Bräuche ist, man darf nie waschen und nie putzen. Also vielleicht nutzt dir das was, hilft dir das bei der Entscheidung, diese Zeit für dich zu nehmen und innezuhalten und für dich zu schauen, okay, was ist für dich wichtig? Wo stehst du mal so wieder halt alles auszubalancieren? Und so kannst du mit jeder einzelnen dieser Rauhnächte mit einem bestimmten Thema gehen und kannst so, ja, mal so für dich eine besondere Zeit dir gestalten. Einzelne von den Rauhnächten haben auch eine besondere Bedeutung. Also wenn du zum Beispiel überlegst, ja, dass ja über die Orakel da sind, jetzt könnte es ja auch sein, du orakelst mal was, wo du denkst, oh, das will ich eigentlich nie. Dann gibt es dann wieder sogenannte Lostage, da kann man dann das wieder drehen. Also es ist durchaus auch was Lustvolles. Und so geht es so ein bisschen hin und her, eben so auf der einen Seite etwas Besinnliches, auf der anderen Seite etwas sehr Angenehmes, etwas, was dir gut tut und wo du für dich selber Zeit genießen kannst. Und das ist meine Einladung an dich. Nimmst dir doch mal vor, dieses Jahr ganz bewusst diese Zeit für dich zu nutzen und auch mal selber ein Stück herauszutreten aus dieser ständig bewegten und verplanten Zeit und dir diesen Freiraum zu nehmen und für dich selbst eine Zeit zwischen den Jahren zu machen und zu gestalten. Und ja, du wirst sehen, was vielleicht dann ins neue Jahr hineinreicht und was du dann auch mitnehmen kannst, was dir Boden gibt für das, was im neuen Jahr kommt. Wenn du Lust hast, diese Zeit zwischen den Jahren ganz persönlich für dich zu einer besonderen Zeit zu machen, dann empfehle ich dir die Begleitung durch die Rauhnächte, die ich dieses Jahr wieder anbiete. Die ist so gestaltet, dass du jeden Tag von mir ein Mail bekommst. Und in diesem Mail erzähle ich kurz was über die Bedeutung, das Thema dieser speziellen Rauhnacht und gebe dir Anregungen, was du machen kannst, um für dich dieses Thema zu erfahren.
Das kann sein eine kleine Meditation, das kann eine Anregung sein für ein kleines Ritual. Also immer etwas, was dich in Kontakt bringt mit der Qualität von diesem speziellen Tag. Dabei ist noch zu sagen, dass die Rauhnächte gehen immer von 0 Uhr bis 24 Uhr. Also es ist nicht nur die Nacht, wobei natürlich die Nacht eine besondere Bedeutung hat, aber es sind immer 24 Stunden. Okay, wenn dich das interessiert, dann schau doch mal rein.